Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus Seagames Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir schrauben weiterhin hier an unserem Gumpert herum mit dem W12 Motor und müssen eine neue Rattennarbe für die Vorderachse kaufen. Narbe. Vorderachse Standard. Und ja, mal gucken. Ich hoffe dann mal, dass wir heute so einige Teile noch dran kriegen, damit wir dann so kurz vor fertig sind. Beziehungsweise so weit dran sind, dass wir dann ja morgen fertig wären. Also heute wären wir wahrscheinlich gar nicht ganz fertig. Das glaube ich schon. Na, wie es aussieht, ist eine über. Eine Stoßstange, nicht, aber eine Gummimuffe. Da haben wir irgendwo mal eine vergessen. Weil wir haben jetzt hier Querlenker oben, also die müssen wir kaufen. Naja, gut. Querlenker. Querlenker oben. Die sind da. Dankeschön. Jo. Hier ist keine über. Die letzte Mal eingebaut. Alles klar, okay, dann ist alles gut. Alles gut, ich habe mich bloß verguckt, Freund. Das Radlager. Die Abdeckung. Und dann müssen wir hier auch bis zum Rad dran sein. Sehr schön, nur die Koppelstange haben wir noch nicht. Guck an. Da hätten wir bald doch was vergessen hier. Schön, gut. Dann müssen wir jetzt erstmal einmal wieder runter. Wir müssen jetzt ein paar Teile im Motorraum anbauen. Von oben, damit wir dann nachher von unten weitermachen können. Ich denke mal, jetzt, das wird jetzt hier doch einige Teile schon geben, die ich jetzt anbauen darf. Zoomen wir uns mal so ein bisschen ran, dass wir da nicht ganz so viel weiß sehen. Und dann montieren wir hier mal. Die Kolben in den Motor. Ganze 12 Stück. Ist schon ein schöner Motor, auch schön konstruiert eigentlich, also so kompakt. Alles, das ist schon echt ein schöner Motor. Also sozusagen versetzt zwei V6 Motoren zusammenzunehmen. Und das alles auf eine Kurbelwelle zu bringen. Also das muss schon ein richtig gutes Material sein, weil sonst könnte, naja gut, über 12 denn ist das schon wieder die Belastung einzeln gar nicht so doll, ne? Aber die Gesamtbelastung, ne? Wenn da so alle Kolben jetzt dann so richtig Gas geben und alles, dann. Oh, da könnte schon. Da geht was. Hubraum ist ja durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr davon, ne? Das ist ja wie mit RAM beim Computer. Also. Sehr schön. Gut. Dann ist das dran. Zylinderkopf. Haben wir beide gerettet. Oh, sehr gut. Die sehen schon klasse aus, ne? So wie das hier aufgebaut ist mit den ganzen Kipphebeln und so. Also, dass man die nicht verschrauben muss. Gut, wir brauchen Zündkerzen und zwar 12 Stück. Wer hätte es gedacht? Zündkerzen. Brauchen wir 12 Stück ein hier. Sehr gut, dann brauchen wir Zündspule einzufunken. Ebenfalls 12 Mal. So. Und dann gucken wir mal bei den Nockelmelden. Oh, da haben wir alle repariert gekriegt. Sehr gut. So, und hier die Lagerdeckel. Gar keinen repariert gekriegt. Wie sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 Stück. Hui. E12, Nockenwellenlagerdeckel. Da ist er. Mal 28 Stück. Klick, 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 klick. So. Oh, das waren ja. Puh, alleine jede Menge Geld. So, aber gut. Wat Mut dat Mut, ne? So, schrauben wir das mal an hier, dann machen wir hier hinten noch Dinge, damit das erstmal ein bisschen justiert und fixiert ist. Dann gehen wir in die Mitte. So. Angeschraubt, das ist schon ein Klopper vom Motor. Gutes Ding. Kleinsten Raum hier, das mit den Nocken und so, das ist schon, ach, auch die Detailtreue ist schon schön, also mir gefällt das. Aber ich glaube, ich kann mir jetzt auch erklären, warum ich den vorher nicht auf dem Schrottplatz gesehen habe. Weil vorher gab es diesen 12-Zylinder-Motor nicht, ne? Die Teile mussten ja erstmal da hinkommen. Weiß auch gar nicht, wie viel mir die Karosserie noch kostet hier. Also, wir haben schon gut gehendes Geld hineingesteckt in das Auto. Selbst der Ankauf war ja jetzt nicht ganz so billig, aber gut. Halbe Million hatten wir. Ich denke, wenn wir den fertig gebaut haben, dann würden wir für den richtig viel Geld kriegen. Klar, logisch. Also den ersten, den wir davon zusammengebaut haben, den behalten wir natürlich. Der kommt bei uns in die Garage.
falls wir nochmal sehen und wir das Geld mal haben wollen, dann können wir so ein Ding natürlich nochmal aufbauen. Und dann eventuell sogar Tune mal dabei dann und dann quasi den, den wir jetzt hier aufbauen, in normal verkaufen und das getunte Modell behalten. Für. Ja. Ja, weiß ich nicht. So viel fährt man ja doch mit den Autos hier durch die Gegend, ne? Also ich hätte echt eher gedacht, dass man dann doch, wenn man die Autos, die man behält, dass man die öfter mal bewegt, aber tut man wirklich nicht, ne? Also das ist. Ja gut, aber man muss auch wirklich sagen, also auf der Rennstrecke, was sie da programmiert haben, das ist nicht schön. Also das fährt sich einfach nicht gut und das schreckt mich dann davor ab, denn die Rennstrecke auch zu benutzen. Ich meine, ich bin so schon nicht der beste Autorennfahrer an sich, also das muss man auch sagen, also so ein paar Arcade-Racer, das kriege ich hin, aber so Project Cars, was ich jetzt auch mal gespielt habe, ja, ist schön und gut, dass ich das mal gespielt habe, aber das ist dann aber auch schon alles an der Stelle. Weil, ja. Nee, ich bin einfach nicht gut genug für. Also, Thompson möchte das aber ganz gerne mit mir spielen und sagt immer, hey, komm, du kannst das schon und dies und das. Aber, naja, auf der Rennstrecke sind immer schneller als ich. Und ich muss schon sagen, ich bin dann eher ein schlechter Verlierer. Und, ja, wenn ich dann nicht immer geschlagen geben muss, das gefällt mir dann nicht so. Eine vielleicht nicht ganz so positive Eigenschaft bei mir, dass ich so schlecht verlieren kann. Na gut. So, dann machen wir die hier mal alle langsam sicher fest. Ja, das sieht eventuell sogar aus, als wenn das Kreuz quer passiert, aber nein, es hat durchaus System, was ich mache. Man glaubt es kaum. Ich glaube es manchmal selber nicht, aber es ist so. Das müsste der letzte sein, ja. Gut, dann. Finde die Kerzen. Verbaut. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier vorne an den. Genau, jetzt müssen wir hier erstmal den. Oh, nein. Zurück. Das müssen wir kaufen, okay. Wir brauchen ein Kettenrad. Kettenrad, Kettenrad, Kali, Kettenrad. Da ist es. So. Gut, Schraube. Feuerkette, haben wir eine. Haben wir zwei. Haben wir Nummer drei. Sehr gut. Feuergehäuse kann ich nur von unten machen, alles klar. Gut, Ansaugkrümmer, den haben wir garantiert nicht im. Ne, den haben wir nicht. Den müssen wir kaufen. Ups, Entschuldigung, kaufen. Da haben wir nämlich, glaube ich, gar keine Teile von. Die können wir, glaube ich, alle kaufen, was andere Krümmer, aber da sind wir durch. Achso, Kraftstoffverteiler, den brauche ich auch. Den habe ich auch nicht ausgebaut. Da weiß ich noch nicht, ob man die braucht oder nicht. Aber ich denke mal schon, ne? Luftfilterdeckel und so. Brauchst du bestimmt. So. Er hat ja auch jede Menge Schrauben. So. Sehr schön. Dann braucht man hier den Kraftstoffverteiler. Haben wir noch irgendwas hier? Was vergessen jetzt? Dann muss ich erst die Deckel drauf schrauben. Naja, gut, kann ja sein. Dann schrauben wir jetzt erstmal den Deckel drauf. Den haben wir sogar repariert gekriegt, sehr gut. Ach Mist. Doch, ist ein schwuler Eiselfunken. Ich dachte, das wären diese komischen mit den langen Stöpsel. Ja, das ist echt andere, ne? Weil beim Bentley gibt es doch die mit dem langen Stöpsel. Die man da drauf decken muss. Die sehen ein bisschen anders aus, glaube ich. Vom Bentley. Na gut. Immer wieder was Neues. Macht ja nichts. Ne? So. Nee. Was? Jetzt darf ich das schon anbauen? Wollte ich doch gar nicht. So. Und den noch. Dann haben wir hier Ansaugkrümmer mit 12 Typ A. Das ist einfach. Sehr gut. Motorabdeckung W12. Jo. Hab ich irgendwo Motorabdeckung W12. Da ist er. Sieht mal gut aus. Sieht schon mal sehr gut aus. So, dann brauchen wir hier Kraftstofffilter. Kraftstofffilter. Da brauchen wir den normalen Kraftstofffilter. Da brauchen wir die Pumpe und den Tank brauchen wir. Den müssen wir auch noch wieder einbauen. So, Kraftstofffilter.
Das hier, Drosselklappe W12. Okay, können wir auch zwei kaufen von. Amseldrossel, Link und Star. So, Drosselklappe dran. Sehr gut. Dann. Da ist die Drosselklappe. Dann machen wir die auch mal dran. Sehr gut. Ist jetzt irgendein Teil hier aufgeploppt, was ich jetzt noch mit anschauen kann? Ne, jetzt habe ich die Abgaskrümmer, ne? Gut, da muss ich zwei von kaufen. Abgaskrümmer W12. Wo sind sie? Da sind sie. Noch mal zwei Stück von. So. Sehr gut. Schön. Sitzt, passt, wackelt unter Luft. Und dann auf der anderen Seite auch noch. Gut. Kurbelnriemenscheibe, genau, die können wir von oben bloß anschauen. Da war was, also den Zahnriemen können wir dann noch kaufen. Hier, nee, den Keilriemen. W12. Dann brauchen wir hier den Keilriemen. Vielleicht brauchen wir eh gleich den Riemenspanner hier noch, weil das sieht hier so aus, als wenn da noch auch ein Riemenspanner dazwischen gehört. Hier so. Ja, da ist er doch. Ah, da gibt es auch für W12 extra ein. Alles klar. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. So. Angeschraubt. Sehr schön. So, den Turbolader, den brauchen wir natürlich auch noch. Das stimmt. Da haben wir sogar einen reparierten. Aber für andere Seite haben wir wahrscheinlich keinen reparierten. Müsste wahrscheinlich auch noch irgendwo einer hinkommen. Da noch ein Turbolader B12. Da haben wir Turbolader. Dann brauchen wir hier Luftfiltergehäuse. Ich glaube, das brauchen wir zweimal, ne? Irgendwas war da. So. Dann das Gehäuse. So. Ah ja. Ja, das brauchen wir zweimal. Luftfiltergehäuse. So, dann brauchen wir den Luftfilter auch zweimal. Interessant ist der Griff da dran, den man. Hier diese Dichtung, die da oben noch extra ist, ne? Das finde ich, das sieht interessant aus. So, und den Luftfilterdeckel Typ B. Ist das. Aha, Typ A. Typ B, da gibt es unterschiedliche, okay. Typ A. Typ B. Ist da jetzt der Unterschied dran? Typ B. Links und rechts oder? Twin-Toro? Oh, weiß noch nicht. Hm. Ja gut, da steht 6,0 Liter drauf. Alles klar, okay, ja. Nicht, dass die Beschriftung hier drauf ist. Und ein bisschen anders. Nee, sonst sind sie gleich, ne? Das ist wirklich bloß die Beschriftung, ja. Gut. Das haben wir doch hier dann auch schon mal sehr schön zusammengekriegt. Dann müssen wir hier unten bloß nochmal die Steuergehäuse geht hier bloß von unten. Alles klar. Dann auf mit Gebrüll. So, dann einmal hier ranklicken, damit wir dann da hinkommen. So, zusammenbauen gerne und das Steuergehäuse in voller Pracht angeschraubt. Jetzt geht's los, ja, Schongrad B12. Das müssen wir noch kaufen. Schongrad B12, gibt's hier für die Kupplung generell die B12-Teile noch? Nee. Dann brauchen wir noch Kupplungsteile. Warum ist das B12 Schongrad extra? Merkwürdig. Eine Standard-Kupplungsscheibe da reinkriegst. Ach, da hat man sogar eine reparierte. Na, ist ja ein Ding. Da habe ich wieder zu vorherlich gekauft. Guck an. Manchmal. So, dann das dazu. Und hier kommt sogar noch das dicke Getriebe rein vom B12. Na, ich werde wahnsinnig. Aber gehört hier dazu. So. Das hier aber auch echt kein Platz mehr, ne? So, da brauchen wir noch einen Anlasser von V8. Anlasser V8 hätten wir. So. Sehr gut. Aber eine Kranamelle brauchen wir jetzt hier nicht mehr, oder? Ach, hier hat das Verteilergetriebe, brauchen wir trotzdem noch. Ist nicht wahr. Verteilergetriebe W12. Ja, da könnte noch eine Kranamelle auf uns drauf zukommen hier. Eine kurze.
Ach du, das sieht aber nicht gut aus. Das guckt doch was unten raus. Betrieb über den Standard, kommen wir noch. Da guckt doch, da liegt doch was auf der Straße auf. Das müssen wir gleich nochmal angucken. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr gewagt. Das sorgt für Funk und Flug. Gut, aber wir haben jetzt hier, ich glaube, soweit. Haben wir denn? Wird noch irgendwas Wichtiges? Lenkrad, okay, ja, Reifen, Pleuellagerdeckel. Ach ja, guck, da geht's weiter. Da geht's weiter. Dann gucken wir da unten mal in den Motor rein und dann werden wir uns ein paar Pleuellagerdeckel noch kaufen müssen. 12 Stück an der Zahl und einen Ölfilter. Und dann werden wir hier weitermachen. Und zwar morgen. Das war eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, bitte gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich drüber freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis denn. Tschüss.